Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Diablo 2 Remodded Let's Play mit dem schönen großen Mod, jo, der ziemlich in sich hat. Also es gibt manche Gegner, die sehr viel Damage machen und es gibt viel mehr Monster und so, es macht sehr viel mehr Spaß. Jo, ich bin jetzt hier wieder zu den Monolithen gegangen, weil wir ja zufällig eingesetzt haben, also zufällige Maps eingestellt haben. Muss ich das wieder suchen, aber ich habe hier unten einen Wegpunkt gehabt und bin hier hochgelaufen und habe es jetzt ausgestellt, weil ich will jetzt nicht ständig irgendwo ein paar beenden müssen und dann irgendwo wieder hinfinden oder so. Vor allem dann in den Dschungeln und so, in großen Wüstenlevels, stört es mich dann doch ein bisschen zu viel. Ich kann es gerne, wenn wir mal irgendwie eine bessere Map brauchen, mal kurz anstellen und dann wieder ausstellen. Weil wenn man drinnen ist, es umstellt bei Start, dann ist man wieder drinnen, wo man vorher drinnen war. Das geht. Das habe ich gesehen. Und das ist toll. Ich habe nämlich auch einen Necromancer jetzt angefangen. Und Golems sind doch stärker, als ich gedacht habe. Die machen also jetzt AOE-Angriffe alle, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder so. Und das hilft natürlich schon viel weiter. Also Golems am besten anfangen, empfehle ich mal. Falls ihr das Spiel mal anschaut, ja, das ist wirklich einfach mit denen. Also am Anfang ist der Keyspeed echt schlecht mit dem Bone Golem noch, aber sobald der Eisen Golem dann ab Level 12, dann geht's ab. Weil der Eisen Golem, den kannst du einfach auch upgraden mit den Waffen oder Rüstungen, glaube ich, gehen auch. Einfach auf eine gute Waffe legen und schon macht das sehr viel Schaden. Ich habe zum Beispiel einen gehabt mit Min-Damage, also minimaler Schaden. Das hilft natürlich schon viel weit, den Schaden hoch zu machen. So, besuchen wir mal Rirrit. Zuerst mal aber nochmals kurz Leben und hier Leichenblumen. Nein. Ab wann ist denn gefrorene Kugel? Ab Level 18, okay. Dann nehmen wir, was wollten wir nehmen? Wo ist der Schüler? Da, ja, da ist der Schüler. Glitchan, oh Gott. Die KI in Diablo 2 ist einfach grausam. Tun nicht wegen eines die Gegner, die mich angreifen oder so angreifen, sondern immer nur die nächsten. Also, das bringt Blitzschaden. Ich glaube, er war stärker. Hä? Von ihn leveln. Das ist immer noch eine maximal beste. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt zwei Bestien bekommen, aber es reicht eine Bestie. Also es ist wirklich ein guter Tank auch. Jo. Und er macht auch ein bisschen AOE von den Schlägen her, habe ich das Gefühl. Gut, hier müssen wir ja nichts mehr machen. Also dann haben wir die nächste Quest erledigt. Kane haben wir schon gerettet, oder? Nein, noch nicht. Okay. So. Da kommt er. Als Zeichen bedauert. Guten Tag. So, und das Belohnung bekommen wir, glaube ich, einen Ring über. Ihr habt euer Leben. Das tönt so wie ein Ring. Oh, ich drücke die falsche Taste. Also, hier haben wir noch ein bisschen Sachen von Necromancer. Feuerball, nein. Einer von diesen Ringen haben wir bekommen. Angeswert, so Angeswert. Ja. Gehen wir mal weiter. Oder ja, verkaufen wir kurz. So. Also, wir müssen durch den Dunkelwald finden, wenn wir einen Weg haben. Dann haben wir es leicht. Wissen wir, wo der Durchgang ins Schwarzmoor führt. Jo, ein Zweig ist von drüben, okay. Hier ist ein Weg, ja. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Wow. Also, ja, da ist auch Stachelratten, okay. Stachelteufel, Stachelriese. Die heißen jetzt anders als... Also, ja, sie heißen einfach anders. Heißen sie Stachelteufel? Nein, sie heißen Stachelratten in Diablo 2. Vielleicht in Diablo 2 Redemption Resurrected, genau. Ja. Manchmal werden halt Namen auch umbenannt. Keine Ahnung wieso. Aber für mich ist eine Ratte. Es ist eine Ratte, ja. Wieso heißen sie Stachelteufel jetzt? Das sind doch keine Teufel.
Tasmanische Teufel vielleicht? Ja, das sieht aber ein bisschen anders aus. Ja, immerhin ist das ein bisschen schneller, aber so die Bewegungsgeschwindigkeit ist mir schon ein bisschen zu schnell. Da müssten wir eigentlich keine Schuhe mit Schnelligkeit noch tragen, ey. Wenn ich schon nicht mehr so die Kontrolle habe übers Laufen, dann ist es zu schnell. Too much. Aber ich finde immer, Modder tun überall übertreiben. Vor allem im Schwierigkeitsgrad. Also vor allem der Schaden wird stark getrieben gemacht. Zum Beispiel, ja, die Jägerin ist tot. Holen wir den doch kurz nochmal. So, dann können wir auch die Ringe wieder verkaufen noch. Vergessen. Das Geld weg. Nein. Ja, einen Smaragd haben wir noch gefunden, okay. Also. Wir müssen den anderen Weg nehmen, nach unten, okay. Komm. Dann. Ach, Wendigo. Wie heißt er? Abscheulich, genau. Eieiei. Nichts zunutze. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie besser umskillen kann, aber ich gehe wahrscheinlich auf Frost War. Einfach für den Anfang. Wenn er zu wenig Schaden macht, dann kann ich immer noch irgendwas anderes nehmen. Zum Beispiel Hydra könnte ich noch nehmen, oder? Ja, Hydra nehme ich jetzt schon, oder? Hm. Wir müssen also auf Feuerball noch gehen. Und auf den Feuerblitz, glaube ich, einfach. Ja, muss ich ein bisschen mehr merken noch. Diese Angriffe hier haben auch die Skelettbogenschützen. Die haben irgendwie alle Bogenschützen. Also wenn irgendwo der Blitzpfeil eintrifft, kommen diese, ja, Kombo-Blitze raus, diese kleine Vögel. Der Fledermaus. Ah, hier ist der Baum, gut. Na komm. Diese Sachen schauen wir noch gerne an. Gehen noch ein bisschen Loot. Geld aus. Okay, es ist wirklich ganz in der anderen Seite, wie ich nicht gedacht hätte. So. Moderne Schwesen sind ja nicht mehr zufallsgeneriert, finde ich schade. Aber manchmal bin ich auch glücklich, dass es nicht zufallsgeneriert ist. Zum Beispiel in Last Epoch oder Pacifexer. Diablo 4 auch nicht. Vielleicht Dungeons dort. Ja, und ein bisschen in Last Epoch einfach die mein Levels manchmal ein bisschen zufallsgeneriert. So. Der Schwarzmoor, eines meiner Lieblingsgebiete eigentlich. Ich mag halt den Turm auch sehr wegen dem Loot. Aber ich gehe gern durch. Das sind gerne zu wenig Stärke. Auf jeden Fall nicht Stärke. Gut, dann haben wir. Kettenblitz wäre auch nicht schlecht. Wieder. Wunderbar. Endlich mal etwas, was ich einsetzen kann zwischendurch. So. Ja, sie ist schon wieder gestorben. Die sterben viel zu schnell noch. Keine Ahnung, was die immer machen, aber die ist schon wieder gestorben. So, wie sieht die Hydra? Wow, viel geiler. Sie sieht ein bisschen comichaft aus, natürlich. Sie kostet viel zu viel Mana. Aber ja, sie ist sehr stark. Krass. So gegen Bosse. Nicht schlecht. Also ich tue mal Mana und Mana wieder einsammeln. So, Mana dran trinken. Gut, hier ist wahrscheinlich nicht viel. Genau, ich setze gegen die Schamanen ein. Und die Schamanen sterben. Ja, wunderbar. Funktioniert recht gut, weil sie so viel Schaden. Ja, ich dachte schon. Ich werde ihn sonst verpassen. Hey yo, schauen wir noch hier unten, ob der Turm da ist. Den Turm möchte ich natürlich machen. Speedrun und so machen den Turm nicht immer mal. Aber wir haben ihn schon.
Ja, hilft auch, wenn man weit weg castet. Ja, ich habe immer zu wenig Mana. Hier oben vielleicht noch kurz, bitte. Schön besiegen, danke. Ja, sie sind sehr stark, die Minions. Also vor allem Zehr. Steeper. Jägerin. Genau, Energietyp. Also machen wir mal Hydra nicht weiter hoch. Ist genug stark. Ich möchte lieber wirklich eigentlich zwei von den Wendigos sein. Von den abscheulich. Wir müssen kurz mal schauen, wie genau das da genau steht. Maximale Bestien. Eine Beschwörung für je 5 Beschwörungskraft. Die Items müssen wir zuerst haben. Machen wir den Lehrling oder machen wir Frostsphäre dann? Ich glaube, ich spare mir jetzt einfach für Frostsphäre. Ah nein, die leveln, also die brauchen ja immer mindestens zwei Levels, glaube ich, bis sie weitergeskillt werden können. Also es geht einfach nicht, dass wir da Punkte aufsparen. Ich denke, wir machen die Punkte auf Wärme und ja, wenn die Minions zu wenig Schaden haben oder so, machen wir wieder auf die Minions, aber. Das Beste ist, jetzt gehen wir auf Wärme, da gibt auch Cast Speed. Brauchen zwar Frostsphäre und Ding nicht unbedingt. Beschwörungen. Aber ja, ist auch ein gutes Hilfsmittel. Also, wir haben alles erkundet auf dieser Seite. Jetzt gehen wir über den Fluss. Den gibt es natürlich nicht immer. Aber es ist cool, dass es dieses Gebiet einen Fluss hat manchmal. Etwas Einzigartiges. Also wir sind seit dem letzten Part eigentlich viel stärker geworden. Jo, ich kann dann auch mal noch die Kiste zeigen, weil ich ja mit dem Necromancer auch ein paar Items gefunden habe. Der ist noch nicht so weit. Ist noch nach dem unterirdischen Durchgang, glaube ich. Also im Dunkelwald. Genau. Also hoffentlich finden wir den Turm, gehen mal den Wegen entlang. Brauchen einfach mehr Minions. Das ist ein bisschen langsam manchmal. Ja, das Beste wäre wirklich auf Wärme zu gehen. Den Teleport dann irgendwann mal noch mitnehmen. Vielleicht jetzt schon. Ne, einmal auf eine Wärme oder was. Mehr bringt. Komm, besieg ihn. Ja. Schamanen müssen sterben. Schamanen sind so schnell am Wiederbeleben. Sterbt ihr blöden Schamanen. So viele Schamane an einem Lager. Heftigst. Aber ja, der Key Speed hilft halt schon beim Überleben und so. So. Einfach viel bequemer ist, so Schamanen zu gehen. So. Bin dran. Wir haben die stärkeren Feuerbälle, auch die auch schneller sind. Dummer Schamane. Bisschen Mobben. Aber sie sind wirklich zahlreich schon wieder. Hast in jedem Gebiet so viele Schamanen, die übertrieben stark. Also viel Schaden, Mann. Okay, jetzt nicht mehr so heftig. Aber dass die roten Schamanen genau so stark sind wie die blauen und braunen, ist ja schon heftigst. So früh, so viel Schaden, Mann. So, hier ist, glaube ich, die Grotte, oder? Das Loch. Ah, die Grotte kommt im Tamo-Hochland. Das nächste Gebiet dann. So, endlich mal wieder ein Heiltrank. Zauberstöcke können wir mitnehmen, damit wir gute Bonus haben. Der Stab macht irgendwie echt gut Schaden, ne? So, also der Turm haben wir erreicht. Schön. Also. Der Turm hat, glaube ich, 5 Levels. Im 5. Level ist auf jeden Fall die Gräfin. Und die hat Chancen, Runen zu droppen.
In normal, ja, sind es einfach so Talrun bis Tal, glaube ich, oder so ein bisschen weiter. Und in Albtraum Schwierigkeitsgrad. Und dann Hölle. Noch Hölle. Dort lohnt sich's auf jeden Fall, die manchmal zu fahren. Aber das Gute ist, in Diablo 2 musst du am Anfang gar nie erbarmen. Du findest sowieso nur Schrott. Einfach durchspielen. Mit Mord wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber ja. So. Das sind viele Gegner auch hier. Auch, ja. Kann das sein, dass die Türme weggemacht wurden? Lol. Sind wir jetzt direkt im Keller? Ja, Turmkeller. Komisch. Für mich ist es jetzt kein Turm mehr. Lieber Entwickler, nicht so faul sein. Ist nicht schwer hier. Heftigst, ganz viele Gegner im kleinen Raum. Wow. Also ein bisschen übertrieben mit der Gegneranzahl. Auch mit der Dunkelheit. Aber ziemlich cool zu spielen. Mal ein bisschen Herausforderung, hä? Hat man ja sonst nie. Immer alles zu leicht. Aber ich bin froh, dass es so ein Hardcore-Mod ist. Wie Median, aber Median war gar nicht mal so schwierig, eher. Man musste immer das Richtige machen, man musste wissen, in welchem Gebiet, wo man was machen muss und so. Das war schon ein bisschen. Kannst ja auf Wiki schauen und so. Hatte ich nicht so gern. Also, liebe Großmutter, Gräfin. Na, wer kämpft gerne gegen Hüteren? So. Tool sogar. Okay. Vielleicht auch nur in diesem Mod oder einfach. Jo. Ist das falsch in Erinnerung und das war bei Snake und bei Johnny's Mod und so. Und alle für Diablo 2 Original Klassik. Also Lord of Destruction. So. Ich glaube, für Normal Classic gab es gar keine Modpacks. Die waren damals noch nicht so draußen. Also. Dann. Boah, haben wir ganz viel Loot, dass er mich ein Geld geben könnte. Also die Gräfin ist besiegt, der Schatz ist unser, die Schatztruhe wurde ausgeleert. Wenn ihr nur einmal euer Kopf einsetzen könnt und nicht gegen die Wand hier schießen würde, Lehrling. Ja, ich glaube, der ist noch Lehrling, weil er einfach nicht aus dem Lehrlingsgrad kommt. Er ist einfach zu blöd. Aber es ist noch cool, dass der Lehrling heißt. So, nix drauf, nix drauf. Hier ist Madawask Gewissen, kenne ich gar nicht. Madawask ist einer der Urahnen, der drei Urahnen, aber ich weiß nicht, was das macht, diese Ding. Paladin-Fähigkeiten habe ich schon, ein Zepter. Den haben wir eingesammelt. Mordruf. Okay. Kenne ich auch nicht. Werwolf. So. Ich glaube, ich habe so einen Wolfshelm mit dreimal auf Werwolf. Einmal, ja, wegen dem Wolfshelm, oder? Normal. Und dann noch sicher zwei noch von einem Boni. Magisch, glaube ich. Kann es euch vielleicht zeigen? Ja, drei sogar. Und es ist ein weißer Helm. Hier auf Werwolf, also ich weiß, glaube ich, was ich als nächstes noch erstelle. Können wir dann auch mal ein bisschen spielen. Ist nämlich sehr cool zu spielen. So, also eine Ortrune. Eine Ortrune ist auch Level 5. Auch Level 5. Ralortal ist ein Runenwort. Und die Tool ist dann eins weiter scheinbar. Jo. Gut. Jetzt haben wir viel Geld. Also lieber reintun. Jo, und dann gehen wir natürlich noch ins Tamo-Hochland. Ja.
Haben wir noch Zeit? Also so mit Beschwörungen ist es sicher leichter. Aber ich habe gemerkt, ja, mit diesem Flammen-Ding, Flammensturm oder so. Feuersturm, okay. Habe ich auch nicht so viel Mana-Kosten, dass ich das einsetzen könnte jetzt. Aber Hydra ist einfach besser. Hydra ist für Extremsituationen, wie zum Beispiel, wenn halt immer wieder Leute beschworen werden, egal welches Monster immer wieder beschworen wird. Oder es einen schweren, starken Gegner ist, der zäh ist oder so. Und das Gold. Lol. Ey, ich habe schon so viel Gold. Noch mehr Stärke. Wir brauchen einfach für Item Requirements Stärke. So, ich kann den Wort nicht holen. Also Wärme. Ja, sie bekommt unglaublich viel Schaden über. Ich müsste eigentlich hier mal Rüstungen so geben. Ja, sie hat eine Rüstung, aber sonst nicht so guten Loot. Es droppt einfach zu wenig Loot. Hier in diesem Land müsst ihr eigentlich immer nach Norden gehen, aber ich gehe jetzt mal hier nach Süden. Ein bisschen möchte ich das Land noch zu zeigen, aber hier will ich nicht bleiben. Jo. Gegner hat es jetzt nicht viel andere. Aber es ist ein schönes Land und hier ist ja die Grotte scheinbar. Es ist ja, in manchen Modpacks eine wichtige Höhle gewesen. Zumindest in einem war ein Überdungeon drin. Ja. Also wenn dieses Projekt wirklich gut ankommt, es ist ja auch schon ziemlich ein beliebtes Projekt von mir, dann werde ich auch die Diablo 2 Modpacks spielen von Diablo 2 Lord of Destruction. Und von Resurrected muss ich schauen, da können die mir gerne ein paar empfehlen. Da kenne ich also diesen Mod jetzt noch keinen. Ich weiß nicht, wie die so sind. Ich habe einfach den von einem YouTube-Video gefunden. Und jo. Genau. Aber man kommt nicht so gut sonst auch nach Informationen. Also schaut irgendwelche YouTube-Videos an, wenn ihr irgendwo in einem Spiel ein Modpack sucht oder so. Leider sind hier gerade sehr unangenehme Gegner am Klosterpforten-Level. Gibt's hier auf der Seite noch irgendwas? Oh, sie ist wieder gestorben, die dumme Kuh. Ist sie gestorben hier oben? Ich sehe die Leichnam jetzt gerade nicht mehr. Gerade gestorben. Also Jägerin, nicht gerade diese C. Ich habe auch keine Items, was ich tragen kann, einen leichten Bogen. Ah, Jagdbogen, okay. Dann tue ich dort zwei Schadensjuwele rein. Also ich schaue mal, ob jetzt hier was ist, aber eigentlich wurden keine neuen Levels eingefügt. Nö, es ist nichts. Okay, weil hier ist in manchen Diablo 2 Mods manchmal irgendwelche Stecke gewesen oder so. Oder Dungeons. Ja. Aber die Heiltränke sind mir schon ein bisschen ein Dorn im Auge. Die droppen einfach gar nie. Und man braucht trotzdem. Oh ja. Weg davon. Weg von diesen Kugeln, die machen zu viel Schaden. Die sehen cool aus. Die sahen schon in Diablo 2 cool aus. Ja, wir bekommen kaum Loot, eben rare Loot oder so. Der Mod muss wirklich sehr, sehr anspruchsvoll gemacht worden sein. Wir haben dafür gute Beschwörungen gemacht. So, hier ist ein rarer Gegner wahrscheinlich. Ja, nice Hut. So, also kurz ins Lager.
Okay, der Part ist auch ziemlich schon weit. Hallo? Haben wir noch sonst irgendwas zu machen? Ja, dann gehen wir einfach mal kurz den Miet töten. Das werden wir hoffentlich schaffen, wenn wir die richtige Seite finden. Ah, hier sind schon wieder so viele Schamanen. Das ist nicht so gut. Boah. Ah, gut. Bin ich den Kopf. Die tun auch immer schneller, diese Feuerbälle. Ah, wenn nur die Beschwörungen eigentlich in der Nähe wären. Ah ja, ich wollte ja Heiltränke. Mal schauen. Ich mag genug Zeit dafür. So, bitte einmal hier hinkommen. Nur einmal. Du musst ihn angreifen und nicht daneben durchlaufen. Ja, die KI war damals noch kreuzblöde. Ich glaube, die haben gar keine Zeit investiert, KI irgendwie einzustellen. Die ist furzblöde. Ja, man merkt halt schon, dass Entwickler gerne sehr, sehr faul sind. Und sie mehr Geld verdienen für weniger Arbeit. Sehr viel Leben. Das ist sehr schwer. Bis der endlich besiegt wurde. Ja, es ist mir fast ein bisschen zu schwer gerade vom Schaden her. Ja, sicher. Vergesst es. Da tue ich mich kurz ein bisschen durch. Es ist so unglaublich nervig. Wieso tun sie Beschwörungen noch schlechter machen, indem sie so viele Gegner einbauen? Boah, ich wäre fast gestorben. Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Wow. Also unbedingt mehrmals einfach zurückgehen und Heiltränke kaufen. So, Einheit und Karma noch. Den brauche ich nicht, danke. Wir laufen immer wieder ein bisschen zu weit. Oh Mann, nach jedem Kill könnte ich eigentlich gebrauchen. Ja. So, also. Sie beschwören. So. Dann hast du schon mal mehr Schaden, aber komm, ich gebe dir den guten, nein, nicht den guten, das ist mir viel zu. Ich gebe dir Life Leech und eigentlich kannst du vergiften, damit sich Gegner nicht heilen können. So, das hilft dir schon mal viel mehr. Gut, dann haben wir das auch, den brauche ich dann später. Und ja, ich brauche langsam, brauche ich mal die Topasse, die gelben, für Magic Find. Finde ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Die Ziegenmenschen sind auch ziemlich schnell geworden. Ja. Ey, kommt Beschwörungen, kommt doch durch. Macht die Tür nicht zu. Ich glaube, die Tür habe ich selber zugemacht. Angst hatte. Ja, schnell werden Gegner nicht angegriffen, leider. Bin ich schwer. Ne? So, hier haben wir den. Glaub, nein, doch, es ist ein anderer. Doch noch nicht. Aber wie schnell irgendwo Gegner sein können. Zum Beispiel hier. Okay, hier der Jude einen Hüter beschwören. Sonst zu lange nicht durchkommen. Also wirklich, der Wendigo ist mega blöd. Dass der das nicht sieht. Dass ein Gegner im Raum ist und sichtbar. Hier könnte aber der Durchgang sein, ins Gefängnis. Gut. Also, wir haben immer noch nicht
Müssen 18 sein. In drei Level erst, okay. Also, dann machen wir doch mal. Ich bräuchte einen Angriffzauber. 20 Mana kosten. Nein. Boah, sind die teuer. 75. Ist zu teuer. Wenn dann Feuerwand oder so das. Nee, nee, ich gehe auf Wärme weiter. Hat sich auch schon ein bisschen auf. So, jetzt kann ich endlich casten. Genau, die ist der Durchgang, die Treppe zum Gefängnis. Merken wir also da oben. Jetzt müssen wir einfach irgendwie zum Ding kommen. Zum Schmiedi. Zum Schmiedi-Lehrling. Zum großen, dicken, alten, erfahrenen Schmied. So, hier müssen wir zum Schutz gehen. Oh, die machen auch so viel Schaden wieder. Heftigst. Aber mit Hydra geht es besser. Mit Hydra kann man natürlich gerne ein bisschen beschleunigen. Ach, schade, das sind ja auch schon wieder mehrere Runden als Belohnung. Kommt, greift an. Oh Mann. Die laufen einfach irgendwo hin und so lange greifen sie nie an. Okay, hier oben doch geht's scheinbar nicht. Sind wir einfach am Anfang den falschen Weg gegangen? Ja, wussten wir ja nicht. Oh. Das ist wie Schaden. Es ist unglaublich. Wie kann man am Anfang Items finden, die so zäh machen, dass man das aussetzt? Das ist richtig hardcore. Irgendwann kommen wir einfach gar nicht mehr weiter. Wenn wir nicht irgendwie 1000 Jahre looten. Immer schön grinden. Das wird ja gerne gesehen von den Modern. Und von den Dingen auch. Von den Entwicklern. Von allen Leuten immer nur grinden, 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 grinden. Wie findet ihr das? Muss nicht sein, hm? Hey. Ich doch mit draufklicken, dann möchte ich das gerne auch. Was hat mich jetzt angegriffen? Man sieht die Feuerbälle manchmal nicht. Hä? Habt ihr das bemerkt? Lade ich das nochmal an. Jetzt habe ich zu wenig Geld. Nein, nicht so viel. Ich frage mich, was sind das für asoziale Modder? Wollen die einfach, dass niemand das Spiel spielt, weil es so schwer ist? Also einfach mal den Schaden von Zaubern, die mehrere Projektile haben, mal um 4, 5 mal also reduzieren und dann wäre es ein bisschen balanciert. Aber es ist immer der gleiche Mist. Irgendwas macht so unglaublich viel Schaden, dass man halt sofort stirbt. Keine Chance hat zu überleben. Ist ein 0% Chancen-Game, ist aber auch nicht gerade so interessant. Es ist schon cool, wenn man mehr Schwierigkeit hat, aber nicht asozial. Was machen hier in der Schmiede so viele Schamanen? Was machen die? Das ist nicht realistisch. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir tun jetzt kurz den Schmiedehammer abgeben. Seid gegrüßt. Jo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Könnten wir eigentlich direkt machen, aber der Stab habe ich da. Der Stab, der wird wahrscheinlich andere Bonis bekommen. Was ist, wenn ich jetzt einen Stab kaufe und dort umwandle? Nehmen wir mal einen
Kanonen ohne, wenn es geht. Nein, das ist blau. Ja, das ist blau. Grau geht auch nicht. Der da. Was ist, wenn wir das jetzt machen? Die ist schon wieder gestorben. Unglaublich. Also sie stirbt viel schneller als ich. Dann, nein, Verzeihung. Strahlender Lehrling, das ist gut. Rollender Donner, Meteor. Und dafür Wärme weniger und Eisklon. Ich weiß nicht, aber ich würde gerne diesen Stab eigentlich benutzen. Magie-Schaden um 1 reduziert, das ist doch toll. Wärme ist wichtiger. Schade, haben wir nicht etwas Besseres bekommen, aber okay, gut. Kommen wir nicht. Ich mache das dafür. So, also, bis zum nächsten Part, dann gehen wir durchs Gefängnis. Und dann kommt dann der erste Akt-Boss irgendwann. Jo, nach den Katakomben. Tschüss!